Der Raikou Day war einfach abnormal bei mir, was ich da so gefangen habe, werde ich im Video noch zeigen. Außerdem hat man den erhöhten Schadensbonus herausgefunden, so in etwa zumindest, und der Silph Road sind der Shiny Chance bei den neuen Alola Shinies auf der Spur. Über all diese Dinge werde ich heute quatschen. Ja genau, gestern von 16 bis 19 Uhr war es soweit, der Raikou Day, 3 Stunden lang. An wirklich fast jeder Arena diesmal bei uns. Es wurde nichts ausgelassen. Nichts war blockiert oder so. Wir konnten schön unsere Route laufen bei Lapras. Da haben wir ein bisschen mehr Tempo gemacht. Da waren es 38 Raids diesmal, 37. Geht aber, denke ich mal, voll und ganz in Ordnung. 37 Raikou Raids zu Fuß in diesen 3 Stunden. Wir haben da nicht auf die Bälle geachtet oder so. Immer komplett volle Lobby. 2 bis 3 20er Lobbys haben wir immer voll bekommen, dass Raikou relativ schnell kaputt geht, und wir machen immer bei sowas Tap and Go. Bedeutet, sobald der Kampf startet, meistens wenn dann das Go auch wirklich in der ersten Sekunde im Kampf aufleuchtet, dann gehen wir schon los auf zur nächsten Arena. Man kann nämlich, solange man sich in der Lobby befindet, muss man mindestens 80 Meter im Umkreis der Arena bleiben. Ansonsten, wenn man vor dem Kampf nämlich schon zu weit entfernt ist, kommt danach, die Arena ist zu weit entfernt und man kann nicht kämpfen. Und wenn man das Team wechseln möchte, dann muss man auch in dieser 80 Meter Reichweite bleiben, denn ansonsten bekommt man die Belohnung nicht, müsste dann nochmal zurücklaufen. Einmal hatte ich auf Bewahrungslimit voll, bin dann wieder zurückgelaufen, weil es hätte ja ein Shiny sein können, war es dann aber doch nicht. Okay, was ich aber bekommen habe, ich glaube, ich sage es jetzt einfach mal so raus. Ein 100er Raikou. Das ist jetzt mein zweites. Mein erstes habe ich vor einiger Zeit aus dem Feldforschungsdurchbruch bekommen. 100% Raikou. Das habe ich schon hochgepusht. Ich habe auch damals schon ein 98er Raikou hochgepusht. Und jetzt habe ich eben noch ein 100er. Ist die Sache. Jetzt fehlen mir ein paar Bonbons, aber ich glaube, das werde ich dann auch noch hochpushen. Nur eine kleine Sache, weil jetzt auch Generation 5 schon auf diesem Poster gezeigt wurde, auf dem Teaserbild für das 3. Jubiläum von Pokémon Go. Es könnte sein, dass das eine oder andere legendäre Pokémon der 5. Generation noch stärker sein wird als Raikou. Aber wenn man immer nur darauf wartet, dass in den kommenden Generationen noch bessere Pokémon rauskommen, dann dürfte man ja gar nichts pushen, von daher, ich glaube, ich werde mein 100er pushen oder ein 98er Shiny bekommen. Einfach nur abnormal. Also, ich konnte selbst nicht ganz fassen. Ein 100er und ein 98er Shiny. Bei 37 Raids, das ist schon eine heftige Ausbeute. Was die Shiny-Chance so im Allgemeinen betrifft, ich habe 4 bekommen. Es dürfte wieder 1 zu 10 sein. Also, das lasse ich jetzt nicht nur von mir daraus schließen, sondern im Allgemeinen, was man so bei den Leuten gehört hat. Bei diesen mehr als 30 Raids, manche haben vielleicht nur eines oder keines. Dafür gibt es andere, die gleichen das dann wieder aus und die haben 7 bis 8 Shinies bekommen. Von daher so 1 zu 10 könnte wirklich irgendwie hinkommen. Das war bei Lapras so, haben die Leute von der Silph Road herausgefunden. Und wenn wir schon davon sprechen, obwohl, Ich zeige noch kurz meine Raikou-Ausbeute und dann wechseln wir das Thema. So, nach Funddatum sortiert und von unten nach oben. Das habe ich damals gepusht. Dürfte ein 98er sein. Dann habe ich hier mein 100er aus dem Feldforschungsdurchbruch am 8.8. bekommen. Und hier ging es dann los. 29.6. genau. Und das sind, glaube ich, ich habe nachgezählt 32 Raikou, die ich gefangen habe von diesen 37. Muss ich sagen, echt in Ordnung. Dafür, dass ich eben so schnell geworfen habe. Keinen Fangtrick abgewartet oder so. Einfach nur irgendwie geworfen. Das war mein erstes Shiny. Dann, oder mein zweites. Mein erstes habe ich nämlich getauscht. Grüße an Raphael. Direkt einen Lucky Trade gemacht. Den werde ich gleich noch zeigen. Ja, das finde ich immer genial. Wenn man einen Lucky Friend dabei hat und dann gleich dieses neue Shiny gegen das neue Shiny tauschen kann. Seines hatte 12, 12, 12. Also richtig mies. Meines ist ein bisschen besser zumindest gewesen. Ja, dann noch eins hier, 1920, auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Und hier tatsächlich Bewertung, Angriff, Verteidigung,
sind auf 15. Krass. Also, was ging da gestern mit meinem Glück ab? So, und wo ist denn das 100er? Das 100er ist hier. Dem habe ich nicht mal einen Stern gegeben. Gleich mal auch 100% nennen. So, wo ist ein Prozent? Ich finde das nie. Immer suche ich das Prozentzeichen hier. Ja, genau. So. Und auch hier die Bewertung. Kann es im Kampf. KP, Angriff, Verteidigung. Noch ein 100er Raikou. Ich bin Team Instinct. Hat das was damit zu tun? Ich denke nicht. Gut, also das war mal meine Raikou-Ausbeute. Ah, und es gibt sogar schon einen Artikel von The Silph Road dazu, eine Auswertung. Sie haben 1529 Raikou hier bemessen und davon waren 144 Shiny Raikou dabei, was eine Chance in etwa von 1 zu 10 vermutlich ergibt. Genau, hätten wir wieder 1 zu 10, das finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Also 10 Raids schafft man zwar nicht mit den kostenlosen Pässen, und auch wenn man 10 macht, wäre kein Shiny garantiert. Aber so ein Shiny Legi soll ja vielleicht doch ein bisschen besonders bleiben. 1 zu 10 ist eigentlich fair, muss ich sagen. Genau, die gratis Raid Pässe gab es auch. Und dann kommen wir zu den Shiny Chancen von den Alola Pokémon. Also zu denen, die man in der Wildnis finden kann. Da kann man es noch nicht so ganz genau sagen. Aber es sieht wohl so aus, dass zumindest auf jeden Fall mal von Alola Kokobai, vielleicht weil es am seltensten ist von allen in der Wildnis, dass von diesem Pokémon Alola Kokobai die Shiny Chance geboostet ist. Bei den anderen, da ist man sich noch nicht so sicher. Und wer zum Beispiel ein Mauzi, ein Vulpix, ein Sandan und ein Slimer in Shiny Alola haben möchte, der muss die 7 Kilometer Eier ausbrüten. Da gibt es aber momentan auch Pichu mit Partyhut drin, also hat man gleich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Viel Erfolg noch bei der Shiny-Jagd. Und dann haben sich die Leute von PokéBattler diesmal auf die Suche begeben, um diesen neuen erhöhten Freundesbonus herauszufinden, der noch bis Anfang September läuft. Gemeinsam mit der Spezialforschung und so. Man bekommt mehr Bälle, man bekommt 6 Primärbälle als bester Freund. Das hat extrem geholfen, muss man sagen. Beim Raikou-Day, wenn man nur irgendwie geworfen hat, ohne sich zu bemühen. Hier nochmal 6 Bälle extra durch einen besten Freund, das war schon krass. Gut, und was PokéBattler jetzt hier anscheinend herausgefunden haben, die Erhöhung als bester Freund ist nun um 50% erhöht worden. Mindestens, eventuell sogar noch ein bisschen höher. Normalerweise bester Freund 10% mehr Schaden für beide. Und jetzt haben sie wohl so 16% gemessen. Das ist schon definitiv bedeutend, hört sich vielleicht zu krass an, aber ein erhöhter Wert, den man definitiv nicht vernachlässigen darf. Besonders, weil ja beide Leute diese 6% mehr extra nochmal bekommen, beziehungsweise 6% Punkte. Und ja, da tut sich dann schon was. Sehr genial auf jeden Fall und vor allem, es hält ja so lange, das geht bis Anfang September, das sind jetzt hier Juli, August, so ein langes Event, krass, auch wenn der Bonus jetzt nicht so übertrieben ist. Genau, der Spezialtausch hat auch nur 600 Sterne-Shop gekostet, eben ein Viertel weniger. In der spanischen News oder so stand, es kostet nur ein Viertel, nicht ein Viertel weniger, da hat sich wohl wieder ein Superbonbon irgendwo eingeschlichen. Genau, so, haben wir ansonsten noch News? Bezüglich der Spezialforschung, das habe ich gar nicht so realisiert, aber das Evoli, welches man da bekommt, ist garantiert shiny. Und jetzt spekulieren manche, überlegen manche, die ein Ticket für das Pokémon Go Fest haben, ob sie sich die Belohnung nicht eventuell aufheben wollen. Denn beim Pokémon Go Fest in Chicago, da gab es auch die Blumenkranz Evoli und Blumenkranz Pikachu. Und wenn man sich da zum Beispiel, wenn man da irgendwo im Queststapel noch von damals ein Evoli hatte oder ein Pikachu, dann hatte das auch den Blumenkranz. Würde bedeuten, wenn man mit dieser Feldforschung, Spezialforschung wartet und sich das Evoli dann erst während des Pokémon Go Fests abholt, dann müsste es eigentlich mit Blumenkranz in Shiny sein, rein theoretisch. Ich sag zwar nicht, dass das ultra schlau wäre, das unbedingt zu machen, aber ich will es nur erwähnen, man könnte es in Erwägung ziehen. Vielleicht ändert das Niantic aber auch, weil das jetzt alle machen und dann ist es doch nicht so.
Auf der anderen Seite will ich auch dazu sagen, wenn die wirklich kommen vor Ort in Dortmund, dann hat man dort ja vielleicht sowieso eine minimal erhöhte Shiny-Chance und kann ein Blumenkranz-Evoli auch auf normale Art und Weise fangen. Also man muss nicht unbedingt die Spezialforschung zurückhalten, aber könnte man machen, wollte ich nur erwähnen und dazu sagen. Genau, und was auch häufig gefragt wurde, ob Glückseier und Sternenstücke zählen. Und zu meiner Überraschung, ja, offenbar schon. Das haben jetzt mittlerweile schon mehrere Leute getestet. Und anscheinend kann man sich beim Abholen dieser Belohnung zum Beispiel ein Sternenstück gönnen und dann bekommt man mehr. Was mich komplett verwundert. Ich dachte immer, bei solchen Questbelohnungen zählt das nicht. Aber momentan funktioniert das wohl. Okay, und für dieses Video würde ich mal sagen, soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.